Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider Legend. So, wir sind hier schon wieder an dem Kampf, in dem ich schon wieder am Ausflippen bin. Das gibt's nicht. Ey, damals in meinem Let's Play von diesem Spiel habe ich den schon nicht geschafft. Jetzt schaffe ich den hier auch schon wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Da liegen ein paar Jahre dazwischen. Oh Gott, mir wird gerade klar, dass mein letztes Let's Play von Tomb Raider Legend echt ein paar Jahre zurückliegt. Ach, das waren noch Zeiten damals. Als man mit dem Let's Play frisch angefangen hatte, noch kein Top-Großmembran-Mikrofon vor sich stehen hatte. Sag mal, ist die Brücke hier scheinbar nicht kaputt? Nö, die ist noch ganz. Machen die Feldstandmäßig kaputt? Hör auf nachzuladen, Tusse. Schieß die Gegner ab. So. Bemühe mich mal, die Gegner so ein bisschen von Weitem schon auf Kreuz zu nehmen. Und die Brücke ganz zu lassen. So, noch ist die Brücke ganz. Also jetzt mal mit ein bisschen Obacht hier drüber. Bevor die hier mit ihrer Granate das Ding kaputt machen. Die geht nämlich nach einer Granate schon kaputt. Also da muss man aufpassen. Und hier ist übrigens so ein Granaten-Heini, der hat einen Granatenwerfer. Ach, und der Lauf war doch jetzt schön, ne? Der war doch schön. So, ich mach mal Licht an. Ich werde nämlich, glaube ich, noch ein bisschen Munition brauchen. Deswegen sammle ich jetzt erstmal alles auf, was geht. Und das war's schon. Das war schon alles. Wir haben schon die vollen 120 Schuss voll. Granaten haben wir auch 4. Das ist gut, weil gleich kommt der Endkampf. Und das heißt, dass ich keine Ahnung habe, wo das letzte Bronze-Artefakt ist, was mir noch fehlt. Damn it. Naja, egal. Den Kampf haben wir hinter uns gebracht, glaube ich jedenfalls. Und jetzt versuchen wir noch schnell das Silber-Artefakt zu holen. Das dort unten. Vielleicht klappt das ja mit der Granate hier. Ah, das hat auch gut geklappt. Und da müssen wir uns jetzt noch das Silber-Artefakt holen, beziehungsweise wir müssen es nicht, aber ich tue es trotzdem, weil ich es euch ja zeigen möchte. Ah, das ärgert mich jetzt, dass ich das letzte Bronze-Artefakt nicht gefunden habe. Alter, was macht die Kamera hier? Die dreht sich komplett weg hier. Die macht, jetzt hat sie selbstständig gemacht, die gute Kamera. So. Ah, wo musste man jetzt rüber springen? Ach, da unten ist der Springpunkt. Von hier aus, schaffe ich das? Nein. Geh doch mal noch in der Etage runter, Laura. Genau, da wollte ich hin. Gute Aktion. Gut. Dann haben wir das Silber-Artefakt hier noch. Ich mache mal ganz kurz das Licht aus, damit es wieder respawnen kann. Dann machen wir es wieder an, weil ich sehe hier nichts. Ey, mein Monitor ist so extrem dunkel eingestellt. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, will der mich verarschen oder sowas? Kann das sein? Keine Ahnung. Oder es liegt aber daran, dass ich die Jalousie offen habe und von draußen das Licht reinkommt. Licht, der natürliche Feind des Gamers, ne? Ach, je. Überhaupt, ey, es ist ja... aber ich reg mich über Licht auf, wisst ihr? Es ist ja schön, dass jetzt noch Licht ist. Immerhin, es ist schon... wie spät haben wir es denn? Wartet mal, ich guck mal kurz auf die Uhr. 4:30 ist schon. Also 4:30 abends. Oder nachmittags, je nachdem. Und da ist ja im Winter schon das Licht weg, ne? Aber jetzt ist es noch da und da freut man sich natürlich, ne? Ich meine, es wird langsam wieder Sommer und so, das ist schon... das ist schon schön, dass langsam wieder es heller wird, das Licht wieder da ist. Ach, ich mag ja den Sommer persönlich, ich mag ihn lieber als den Winter, weil solange wie ich frieren muss, gibt es keine globale Erwärmung und deswegen finde ich Winter scheiße. So, jetzt kommt noch ein tierischer Feind, bevor wir zu Wattland kommen. Dafür nehme ich aber jetzt mal die normale Pistole, da vorne ist er schon. Er hat einen geilen Bug. Hier, wir machen mal auf uns aufmerksam. Soweit würde ich die Tür gehen, ist das egal. Also das interessiert ihn dann nicht mehr, soweit würde ich die Tür gehen. Es gibt hier irgendwie auch so einen toten Punkt, da ist es dem vollkommen egal. Deswegen kann man den relativ easy umbringen. Man muss halt nur wissen, dass er da ist, ne? Gibt's hier noch einen zweiten? Nein, alles klar. Gut, und hinter dieser goldenen Tür verwirkt sich... Na, wer kommt drauf? Was ist dahinter? Richtig, das Goldartefakt. Und das zu bekommen ist eigentlich relativ einfach. Aber erstmal bringen wir diese Kletterpassage hinter uns. Die ist nämlich nicht so einfach. Also eigentlich schon. Hier kommen mal zwei Kugeln, die wollen uns ans Leder. Warte mal, ich drehe mich mal kurz um. Da ist Kugel Nummer 1. Und gleich kommt Kugel Nummer 2. Da muss man sich am besten hier verstecken. Da vibriert der Monitor so ein bisschen. Also, wie man das bei der Kugel wissen soll, dass da ist, weiß ich jetzt nicht. Ich hab das einfach immer so immer... Hä? Da kommt noch eine zweite? Jetzt bin ich verwirrt. Wo bleibt die Kugel, die hier runtergerollt kommt? Kommt die jetzt erst? Ich warte jetzt hier eiskalt ab. Oder muss ich hier... Ja, jetzt kommt es erst. Ich glaube, ich muss erst diesen Triggerpoint überlaufen. Damit die dann angerollt kommt, who knows, who cares, ne? Hauptsache, wir haben sie geschafft. So, und jetzt kommen wir zu Wattland. Und Wattland ist ein echt harter Feind, weil der wirft einen Haufen mit Granaten rum. Und deswegen mag ich den nicht. Aber, ja, ich mache hier einfach mal kurz einen Save, wartet mal. Einfach nur zur Sicherheit. Man will ja nicht, dass was verloren geht, ne? Auch wohl. Ach, scheiß drauf. Jetzt habe ich gespeichert. Jetzt ist der Zug abgefahren. Jetzt ist der Zug vorbei. So, fertig. Jetzt habe ich hier safe. So, aber wir holen uns eh nochmal das Goldartefakt.
Dafür müssen wir hier erstmal die Tür aufmachen. Durch diese Tür müssen wir dann auch gleich durchgehen, um zu Wattland zu kommen. Aber wir müssen nochmal ganz kurz runterspurten, weil mit dieser Tür hier oben öffnet sich auch die Tür hier unten. Und die ist unabdingbar für das Gold-Artefakt. Für das Gold-Artefakt. Und da ist es schon. Die Tür hier, die geht übrigens nach einer Zeit wieder zu. Ah ja, das sind so seitliche Türen, richtig. Aber wir müssen uns jetzt nicht so viel Stress machen, weil sobald wir das Gold-Artefakt eingesammelt haben, geht die Tür wieder auf. Da haben die Entwickler mitgedacht. Das fand ich auch ganz gut von ihnen. Weil ansonsten wäre das eine echte Todesfalle und ich wüsste auch gar nicht, wie man hier einen Checkpoint setzen soll, weil dann müsste Lara irgendwie automatisch draufgehen oder sowas. Ich meine, man hätte es bestimmt einbauen können, wenn man es gewollt hätte, aber haben die Entwickler eben nicht. Okay, hier komme ich aus irgendeinem Grund nicht hoch. Lara kann diesen 1 Meter hohen Absatz nicht hochgehen. Soll mir aber auch egal sein. So. Das Gold-Artefakt haben wir. Jetzt müssen wir die Tür allerdings nochmal aufmachen. Und dann kommt der Endfight gegen Wattland. Och, da habe ich keine Lust drauf. Das ist, glaube ich, wirklich der schwerste Fight im Spiel mit... Also, dann gibt es noch den richtigen Endboss. Der ist noch schwerer. Glaube ich, so ein bisschen jedenfalls. Relativ, ja, doch, geht. Und das war's. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich mit der schwierigste Endfight im Spiel. Und wir werden mal gucken. Also, an sich ist es gar nicht so schwer. Sie suchen also bloß aufpassen. Die Kalali-Schlüssel. Perfekt. Sie werden lachen, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber nicht doch. Er setzt das Schwert wieder zusammen. Er ist etwa faustgroß. Und Amanda hat rausgefunden, dass er hier ist. Was wissen Sie über Amanda? Wo ist sie? Ihr Vater hat doch hier gegraben, nicht wahr? Naja, Amanda dachte, er könnte den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Erzählen Sie mir von diesem Schwertfragment, mit dem Sie ständig rumfuchteln. Also, ich befasse mich schon länger damit. Und ich habe einiges gelernt. Ich zeig's Ihnen. Ja, und der Arsch, der hat Superkräfte. Und den zu besiegen ist schon relativ kompliziert. Das würden Sie auch gern hören, was? Weil, der sich heilt, der Arsch. Der heilt sich, der Arsch. Und jetzt müssen wir eben hier diese Plattform wegnehmen. Na komm, ja. Schwert. So, die nehmen wir am besten eine nach dem anderen weg. Aber am besten ist, wir sorgen erstmal dafür, dass er sich mal heilen muss. Das geht dann nämlich ganz gut. So. Los, nimm das Ding weg. Okay. Ich mach dein Ding da kurz. Okay, das ist vorsichtig, genau. So, hier muss man eigentlich nur relativ rumspringen und auf seine Helfleiste achten. Weil sonst ist der relativ nah. So. Und hier mal schön Y gedrückt halten. Oh ja, ja, das wurde ich, ja. Wieso sollte ich meine Freunde verraten, mit der mich erschwatzt? Ich hebe übrigens meine Munition, meine gute Munition mit Absicht auf, weil... Wow, oh, Alter. Das würden Sie auch gern können, was? Ja, so ein bisschen. Uah, Granate. So, schön das Ding hier kaputt schießen, wenn der hier schon hochgeht. Na los, mach das Ding kaputt. Okay, und jetzt kommt der richtige Endfight, weil jetzt hat er keine Energie mehr. Das heißt, ich wechsle mal eben die Pistole. Die knapppuffte. Knüfte. Und werde mich mal leicht konzentrieren, weil er halt, wie gesagt, wirklich leicht nervig sein kann. Vor allem mit seinen Drecksgranaten. Ich schmeiße schon ein Medikit. Ja, jetzt schmeiße ich definitiv ein Medikit rein. Die Geräusche, die er macht, Alter. Das würden Sie auch gern können, was? Alter, nein, will ich eigentlich nicht. Na komm, stopp, die Potato, die, oh, da war er tot, jawoll! Das war gut. Die Teile wurden nicht zerbrochen. Sie sollen sich teilen und wieder zusammenfügen. Macht es der Galali-Schlüssel? Ja. Verraten Sie mir vielleicht, wem es gehörte? Den Kreuzrittern? König Artus? Geschichte interessiert mich nicht. Dann bleiben Sie doch hier und denken über die Zukunft nach. Aber eine Zukunft ohne mich. Laufen Sie mir lieber nicht nochmal über den Weg. Vielleicht hat Ihr Vater die Galali-Schlüssel nicht gefunden. Aber das weiß Amanda nicht. Sie ist gerade in ihrem Haus. Hoffentlich sind Sie gut versichert. Na endlich, ich versuche schon ewig, euch zu erreichen. Was ist passiert? Diese Frau, sie kam einfach durch die Tür. Sie
Sie hatte eine Art... keine Ahnung, was zum Teufel das war. Wie schwarzer Rauch. Ich komme sofort zu euch. Nein, wir sind okay. Hört zu, ich muss sie erfolgen. Sie sucht ein weiteres Teil des Schwerts. Was? Wo? In Kasachstan. Ich bin auf ein Foto gestoßen, das sich mit deinen Fundstücken deckt. Okay. Erstell eine Inventarliste und such ein Ding namens Galali-Schlüssel. Ausflug nach Kasachstan. Zieh dir was Warmes an. Ich mag die Kälte. Die Dame ist aber auch sehr wechselblütig, ne? Einerseits mag sie Afrika, andererseits mag sie aber auch die Kälte. Gut, und wir haben das Level damit erfolgreich abgeschlossen. Glückwunsch, Sie haben geheime Objekte freigeschaltet. Und zwar Zwischensequenzen, Biografie, Konzepte, Kostümauswahl, Objektmodelle und Pistolen. Oh, wir haben Pistolen abgekürzt. Das ist gut, da können wir gleich mal gucken, was die so machen. Und wir haben ein neues Kostüm freigeschaltet. Ja, das ist ganz toll. Und wir haben ein Bronze-Artefakt verkasst. Das kotzt mich jetzt an, dass ich ein Bronze-Artefakt verpasst habe. Ey, das ist nervig. Also das kotzt mich jetzt schon so ein bisschen ordentlich derbe an. Ach, dammit. So, wie lange haben wir denn gebraucht? 43 Minuten. Das kam mir jetzt länger vor, aber ist egal. So, wir machen mal weiter. Ne, wartet mal, ich beende mal schnell das Spiel an dieser Stelle. Ja, ich habe ja gespeichert, ist ja nicht schlimm. So, und wir gucken mal schnell im Hauptmenü nach, was wir da jetzt gerade freigeschaltet haben. So. Optionen ist es nicht, es müsste bei Extras sein. So. Wie gesagt, die Zwischensequenzen, hier können wir uns jede Zwischensequenz, also jede richtige Zwischensequenz nochmal angucken. Dann haben wir Charakterprofile, da sehen wir halt verschiedene Profile. Das dürft ihr euch auch mal gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Einfach mal auf Pause im Video klicken, dann seht ihr das. So. Wie gesagt, wenn ihr es lesen wollt... drückt einfach mal auf Pause. So. Ah, die gute Anaya. Die kennen wir ja noch, ne? Und, ja, erst drei. Na gut, das sind noch nicht so viele. Schauplatz. Ach, Gottes Willen. Schauplatzkonzepte. Finde ich ganz cool. So ein bisschen Konzeptart. Das sieht geil aus. Das hat irgendwie was. Ich glaube, das ist so eine frühe Version des Bereichs von dem Herrn da. Aber das sieht auch richtig gut aus. Das sieht als Konzeptart richtig schön aus. Das muss ich sagen, sieht schöner aus als im Spiel. Hier ist ein schöner Laptop-Bereich, okay. Ich frage mich, für was man die bekommt. Was ist denn das hier? Sieht aber auf jeden Fall gut aus. Finde ich schön. Erinnert mich an den Level aus Mass Effect 2 oder... doch, Mass Effect 2 oder, glaube ich, ist egal. Aus irgendeinem DLC hier, Kazumis verschollene Erinnerungen, da gab es auch so ein Level, wo man in so einem privaten Museum von so einem reichen Fuzzi geht. Das war richtig nice, also richtig schönes Level. Ja, Objektmodelle, das ist relativ langweilig. Hier können wir uns halt, ja, Objekte angucken, die in den Leveln verstreut sind. Ist jetzt nicht so der Hit. Was haben wir da als neues Kostüm freigeschaltet? Gucken wir mal schnell. Wir haben das Legend-Kostüm. Den, oh, wir haben den Catsuit freigeschaltet. So sieht er aus. Bisschen komisch texturiert sieht das gerade aus, aber egal. So, dann haben wir klassisch grau. Das Armkleid, das haben wir auch freigeschaltet. Also wir, jedes Mal, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Level spielen, können wir das auswählen. Alter, wieso wird die Musik gerade so laut? Ah! Und Pistolen-Upgrades. Die Pistolen von Lara fassen mehr Munition. Das klingt doch gut, oder? Das ist, glaube ich, auch automatisch drin jetzt. Und das freut uns, ne? So, Spezial. Ach, Spezial ist noch nicht. Wenn wir das Spiel durchgespielt... Ach Gott, ich habe heute einen Dialekt, das ist ja furchtbar. Nee, wenn wir das Spiel durchgespielt haben... dann kriegen wir diesen Spezial und da sind Cheats drin, ne? Und das sind übelst geile Dinger, die zeige ich euch aber dann, ich glaube, am Ende des Spiels nochmal. Ich glaube nämlich, das habe ich beim letzten Let's Play nicht gemacht, das mache ich dann mal bei diesem Mal. Gut, aber fürs Heute sage ich dann erstmal Tschüss, wir sehen uns im nächsten Part wieder in Kasachstan. Ein wirklich kaltes Level, aber auch ein sehr geiles. Also, seid gespannt, Leute, ich verabschiede mich und sage Tschüss.